Deutschlands Schlagerradio. Radio B2, wir lieben Schlager. Radio B2. Hier ist Radio B2, die Sendung Kultur. Danke, dass Sie uns eingeschaltet haben. Schön, dass ich wieder mal Besuch habe. Einer meiner Lieblingsdialekte, das muss ich mal so sagen, ja, wenn die Franken kommen, ja, da sage ich immer Ade zum Schluss und so, das habe ich schon inzwischen geübt. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer im Frankenland und der Künstler, der mir gegenüber sitzt, der kommt aus Franken. Hallo, Stefan Engel ohne E dazwischen, Engel. Ja, hallo, ich sag mal Servus, ja. Das sagt man bei uns in Franken. Genau. Servus. Servus sagt man bei euch. Wo kommst du da genau her? Ich bin aus dem mittelfränkischen Erlangen. Ah, da gab es mal in meiner Jugendzeit ein Lied. Was gibt es Wissenswertes über Erlangen? Nichts. Ja, da stammt ein ganz großer Künstler auch her, der Michael Holm. Ja. Ein ganz großer aus Erlangen. Genau. Und jetzt ich. Und so, ne? Bei aller Bescheidenheit können wir das gleich mit dranhängen. Ganz genau. Okay, Stefan, wir haben noch nicht viel von dir gehört. Wenn jemand jetzt googeln will, ich habe erst den Fehler gemacht, habe Engel geschrieben wie ein Engel, ja, also Gegenteil von Teufel. Und da habe ich dich nicht gefunden, da kam ich zu einem Politiker und was ich da alles so gefunden habe. Du wirst ohne dieses berühmte E geschrieben. Das ist dein bürgerlicher Name. Nein, mein bürgerlicher Name ist es nicht, das ist ein Künstlername. Ah, okay. Und den haben wir ausgesucht, Engel ohne das E, weil wir aus Franken sind. Ja, da spricht man so. Da spricht man so. Ganz genau. Da passt das, wunderbar. Wir wollen dich ja vorstellen, es gibt eine aktuelle Single, das Album ist in Arbeit, wir wollen drüber reden. Was für Musik machst du, wie kann man sich deine Show quasi auf der Bühne vorstellen? Also ich bin hauptsächlich für den Schlager da und das ist halt meine Leidenschaft auf jeden Fall. Deutschsprachig unbedingt, weil ich den Menschen da draußen eine Geschichte erzählen möchte mit meiner Musik. Ja. Und da ist mir deutschsprachig ganz wichtig. Und im Schlagerbereich, es ist tanzbar, es ist Fox zum Tanzen, aber es wird auch tiefgründige Balladen geben, auch im deutschsprachigen Genre. Okay, das Album, was jetzt kommt, ist quasi dein Debüt, dein erstes? Ganz genau, das ist mein Debütalbum. Okay, ist man da so aufgeregt? Du bist ja noch sehr, sehr jung. Wie ist das so? Kribbelt das schon? Ja, bisschen schon. Das ist jetzt ja mein erstes Mal, dass ich unter Vertrag bin und beim Produzenten bin. Vorher bist du aber über die Bühnen schon getingelt, ne? Ja, ich hatte ja Duo und war als Duo Musiker, als Gitarrist und Sänger unterwegs. Okay. Ja, und was habt ihr da nachgespielt? Wir haben gecovert, ja. Ja, was, welche Richtung so? Was? Alles Mögliche, also was die Leute so hören wollten, da ist ja auf Kirchwein, wenn man spielt und sowas, ist ja das immer wegen unterschiedlich. Am Anfang fängt man langsam an und dann steigert man sich. Ja. Und später wird es dann zu Party oder zum Rock. Ja, genau. Alles war überhaupt kein Problem. Aber da war immer schon Schlager deine Leidenschaft? Unbedingt, ja. Da habe ich festgestellt irgendwann mal, also wenn ich Schlager spielen darf, das macht mich glücklich einfach. Okay, das ist doch mal eine Lebenseinstellung, die zu uns passt. Wir sind Deutschland Schlagerradio. Wir wollen ein bisschen Spannungsbogen machen. Was hältst du davon? Wir wollen ja deine Single vorstellen. Sag schon mal, wie sie heißt. Mit uns beiden könnte es was werden. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also jetzt mit uns beiden, zumindest im Interview-Song, werden wir dann hören. Jetzt erstmal würde ich sagen, hören wir mal diesen großen Erlanger, den du zitiert hast, nämlich Michael Holm. Jawohl. Inzwischen, der hat ja Weltmusik inzwischen gemacht tatsächlich, eine Riesenkarriere gemacht. Ne? Sehr richtig, ja, sehr richtig. Und ist bei uns übrigens mit dabei auf der Radio B2 Schlagerreise auf Mallorca. 1. bis 8. Mai sind wir dort zur Besichtigung freigegeben. Michael Holm ist dabei, hier ist er. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf den sehr sympathischen Stefan Engel ohne E, bleiben Sie bei uns. Hier ist Radio B2, schön, dass Sie dabei sind. Michael Holm haben wir gehört mit einem seiner ganz großen Hits. Stefan Engel sitzt mir gegenüber aus dem Frankenland, aus Erlangen, das haben wir schon erfahren. Er hat als Duo begonnen, hat Songs gecovert, so wie das alle machen. Wer ist dann dazu gekommen, zu dir zu sagen, komm ins Studio, wir machen einen Plattenvertrag, du musst ein eigenes Album machen, oder war das deine Initiative? Ja, es war meine Initiative. Ich habe viel Telefongespräche geführt und habe viel mit Plattenlabels gesprochen auch. Und ich stand eben immer als Duo Musiker auf der Bühne und habe mir gedacht, Mensch, wenn du Schlager machst, das ist genau dein Ding. Und ich möchte die Coverszene verlassen und möchte mit eigenen Songs mal auf die Bühne gehen und Leute damit begeistern, wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle, meine ganz eigene Geschichte musikalisch. Das heißt, du legst großen Wert auf die Texte? Unbedingt, es ist mir wichtig, dass die ein bisschen aus dem Leben raus sind, dass die ein wenig Sinn ergeben. Aber du schreibst sie nicht selber? Nein, ich schreibe sie noch nicht selber. Ich bin aber nicht abgeneigt zu sagen, was die Zeit so bringt. Ich lasse mich überraschen und irgendwann würde ich dann den einen oder anderen Song auch gerne selber schreiben. Ja, aber Thematiken gibst du schon vor. Das heißt, in diesen Liedern, wenn ich das richtig verstanden habe,
erkennt man dich, findet man dich, dein Leben auch ein bisschen wieder. Ja, auf jeden Fall. Und es ist mir ja ganz wichtig, dass sie eben, wie gesagt, aus dem Leben stammen. Ja. Dass sie irgendeine Geschichte von mir erzählen oder übers Leben erzählen, ja, wo sich Menschen halt damit identifizieren können. Das ist mir ganz wichtig. Okay. Da machst du es dir selber natürlich immer ein bisschen schwerer, aber das ist, ich meine, der steinige Weg, der nicht ganz steil gleich nach oben geht, ist wahrscheinlich der, der langfristig besser ist. Ich tue mein Bestes auf jeden Fall. Ja. Und ich möchte die Menschen da draußen begeistern mit dem, was ich mache. Und ich hoffe, dass die Fans und Zuhörer auch von eurem Radiosender B2 jetzt da vielleicht mal gespannt sind auf mich und reinhören und sagen, wow, das finde ich gut, was der macht. Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. So, in wenigen Minuten reden wir über das Album, was auf uns zukommt. Wann wird's kommen? Wir sind noch nicht Ende des Jahres vielleicht, aber wir befürchten fast, dass es bis zum nächsten Jahr dauern wird. Tatsächlich? Ja. Gut Ding will Weile haben, sagt mein altes Sprichwort, bei euch vielleicht auch. Ja, ganz genau. Super. Gleich gibt's das Lied, trotzdem reden wir über das, was nochmal auf dieses Album kommen soll. Du hast ja schon gesagt, von der Ballade bis zum poppigen Schlager alles dabei. Stefan Engel, wenn Sie mal googeln möchten, gibt's schon ein Video von dir irgendwo hier? Ja, das zu der Debütsingle ist jetzt auch ein Video gedreht worden. So, das können Sie sich hinterher angucken. Erst hören Sie bei uns das Lied und dann suchen Sie sich das. Wir reden gleich noch eine Runde mit Stefan Engel. Bleiben Sie bei uns. Der Radio B2 Schlagerhammer 2018. Hier ist Radio B2. Schön, dass Sie dabei sind. Stefan Engel ohne E. Das sage ich jetzt immer so. Weißt du, Stefan Engel, das ist für mich die Eselsbrücke, damit ich dich auch immer wieder finde. Du hast uns hier gefunden. Du hast Berlin ja besucht, Fernsehaufzeichnungen, da kommt einiges auf uns zu. Das ist natürlich ein unheimlicher Kampf, den du dich stellst. Jetzt frage ich mal ketzerisch, gibt es einen Plan B, beziehungsweise gibt es einen bürgerlichen Job, von dem du leben kannst und satt wirst, oder ist jetzt nur die Musik dein Leben? Ja, es gibt dann einen ganz normalen Job. Ich habe den Fachangestellten für Bäderbetriebe gelernt. Für Bäderbetriebe? Genau, das ist der Schwimmmeister. Beruf. Ganz genau. Ah. Das ist der Beruf, den auch Andreas Gabalier gelernt hat. Ja. Übrigens. Und der hat auch so schöne Waden, ne? Und er brauchte keinen Plan B. Ich hoffe, ich brauche ihn auch nicht. Okay. Aber wenn, dann kann ich auf jeden Fall in den Beruf zurück. Okay, überhaupt super. Keine Frage. Dann drücken wir die Daumen und das ist ein toller Job, Mensch. Super, ja. Also, na, so hat mit Menschen Baywatch zu tun. Ja, genau. Und ihr könnt in Zeitlupe laufen. Ja. Okay, Stefan, wir hören jetzt diesen Song hier. Sie können das Ganze googeln. Das Album, das kommen wird, Titel wird es sicherlich noch nicht geben dann. Ne? Nein, den steht noch nicht fest. Sucht ihr noch. Die Songs aber vielseitig. Welche Thematiken sind da für dich wichtig? Wie ist das bei dir privat? Verliebt, verlobt, verheiratet, schon geschieden? Verheiratet, ja. Verheiratet. Glücklich? Sehr glücklich, ja, okay. Sehr glücklich. Gut. Man sagt ja auch, Leute, die Texte schreiben, die müssen immer unglücklich verliebt sein, damit sie richtig schön emotionale Texte schreiben. Ach naja, ich finde aus dem Leben raus, da gibt es so viel zu erzählen. Okay. Und es ist vielseitig und spannend. Und Aber Kinder hast du noch nicht? Ja, wir haben eine Tochter mit 14. Ah, okay, was sagt die dazu, dass Papa Schlager singt? Ja, sie findet es sehr toll und sie findet auch den Song super. Ja? Okay. Und das ist ja auch der Song, der das beschreibt, wie ich damals meine Frau kennengelernt habe zum Beispiel. Autobiografisch. Mit uns beiden könnte es was werden. So, das ist erstmal ein Satz. Wie heißt deine Frau mit dem Vornamen? Nicole, okay. Ist ja auch ein schlagerträchtiger Name, muss man sagen. Ganz genau. Stefan, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns kennenlernen. Ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi. Wenn das Album dann danke. Da ist, kommst du wieder her. Dann machen wir es schön ausführlich. Danke, vielen Dank. Jetzt hören wir die Single endlich. Ja, Trommelwirbel, alle die Ohren auf. Wirklich ein sehr sympathischer Zeitgenosse, Stefan Engel. Ich drücke ihm die Daumen und der Dialekt ist sowieso herrlich, den ihr sprecht. Ich liebe die Franken. Wir haben ganz viele Hörerinnen und Hörer in Fürth, in Nürnberg, überall. Also ihr Lieben, das ist euer Landsmann. So singt er, so klingt er. Danke für den Besuch. Tschüss, Stefan Engel. Vielen Dank euch. In zwei Augen, ich vergesse die Welt ringsumher. Und ich kann an das Glück ab heute glauben, denn ich spüre die Liebe tief wie das Meer. Mit uns beiden können was werden heute Nacht. Unser Schicksal hat die Träume wahr gemacht. Denn ich habe in den letzten Stunden endlich zu dem Herz gefunden, das ein Feuerwerk in mir entfacht.
Und ich spür, hier geschieht grad ein Wunder. Es legt sich in die Herzen hinein. Hat uns für alle Ewigkeit verbunden. Und ab heute werden wir nicht mehr einsam sein. Mit uns beiden können's was werden, heute Nacht. Unser Schicksal hat die Träume wahr gemacht. Denn ich habe in den letzten Stunden endlich zu dem Herz gefunden, das ein Feuerwerk in mir entfacht. Was werden heute Nacht? Unser Schicksal hat die Träume wahr gemacht. Denn ich habe in den letzten Stunden endlich zu dem Herz gefunden, das ein Feuerwerk in mir entfacht. Ich habe Stunden, endlich zu dem Herz gefunden, über das der Stern der Liebe war. Deutschlands Schlagerradio.